Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part hat Rafer all ihren Mut zusammengenommen und sie hat es geschafft, die Divination Seance durchzuführen. Und jetzt haben wir hier ihre Insights, ihre Einblicke, das, was sie aus der Divination Seance deutet. Ich hoffe, dass da Widersprüche drin sind, auch wenn ich trotzdem jetzt ja irgendwie auf der Seite von Rafer mittlerweile auch bin. Aber es wäre halt gut, wenn da Widersprüche drin sind, weil ich dann zumindest irgendwas aufzeigen kann. Die war auf jeden Fall sehr verwirrend, die Divination Seance. Da war sehr, sehr viel los. Aber jetzt erstmal gucken, was die dazu alles zu erzählen hat. At around 3 PM, my father was waiting in the tomb to make the hostage exchange. Ungefähr um 15 Uhr hat mein Vater im Grab gewartet, darauf dann den Geiselaustausch zu machen. He was drinking grape juice while gazing upon the picture of the Holy Mother. Genau, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen, Grape. Ich wusste nicht mehr ganz genau, was ist, irgendeine Frucht. Traube auf jeden Fall, oder Weintraube. Er hat ja auch Wein getrunken und das ist wahrscheinlich Weintrauben. Oder vielleicht war es auch gar kein Wein, einfach Weintraubensaft vielleicht, hat er halt getrunken. Ja, und während er den getrunken hat, hat er sich das Bild der Heiligen Mutter genau angeschaut. Dahin geblickt. He had been waiting vigilantly, when suddenly he heard Dirk's voice. Er hat schon ganz... ja, es ist nicht so wichtig, was vigilantly oder vigilantly heißt. Er hat halt gewartet, ist nicht so wichtig, was es heißt. Als dann plötzlich er die Stimme von Dirk gehört hat. Ich schaue es vielleicht gleich nochmal nach dann. Aber es ist nicht wichtig. Er hat halt gewartet. Wie, ob er jetzt angespannt gewartet hat oder wie lange schon gewartet hat, ist ja an sich nicht so wichtig. So, the next moment he was stabbed in the back and collapsed. Im nächsten Moment wurde er dann in den Rücken gestochen und ist dann zusammengebrochen. My father tried to shoot his attacker, but he missed and the attacker let out a laugh. Ach so, deutet sie das. Okay, interessant. Mein Vater hat versucht, den Angreifer zu... abzuschießen oder zu erschießen, aber er hat verfehlt und dann hat der Angreifer gelacht. So what now, Mr. Wright? It's up to us to knock holes in Rafer's interpretations of Inga's memories. In other words, we need to prove that her understanding of them could be mistaken. Okay, I'll give it a try. Okay, es geht direkt los. Okay, so jetzt nochmal. Also, immer wieder Pausen zwischendurch. So, also Incense hat er gerochen, Weihrauch. Das macht auch Sinn, weil wir haben ja auch diese Aschebehälter da mit dem ganzen Weihrauch und sowas gefunden. Also, dass das ganze Grab nach Weihrauch riecht, ist logisch. So, und Grapes, Weintrauben hat er eben auch gerochen, weil er halt Weintraubensaft auch getrunken hat. Und Sour heißt Sour. Der hat Sour geschmeckt, anscheinend. Okay. Das war auch wirklich Geschmack. Das haben wir zum ersten Mal, glaube ich, gesehen. Gelb ist ja Geruch. Das ist Incense und Grapes. Und so rot-orange, sauer ist Geschmack. Mhm. Hat er sich da verbeugt eigentlich? So, dann Schritte hat er gehört. Ich weiß nicht, ob das seine eigenen Schritte sind. Ich meine, er ist ja gelaufen. So, oder ob das andere Schritte waren. Könnten sogar seine eigenen einfach sein. Dann die Stimme eines Mannes hat er gehört, sogar ziemlich laut, anscheinend. Schmerz. Nochmal Schritte. Dann der gesichtslose Dirk. Eine Explosion hat er gehört und dann Lachen am Ende. Okay. Puh, das ist viel. Also, Rafer sagt, um 15 Uhr, aber will ich das kurz nachgucken, was das eine komische Wort da heißt. Moment. Okay, wachsam hat er gewartet. Aber ja, ist nicht so wirklich wichtig. So, jetzt, also um 15 Uhr oder seit 15 Uhr hat er gewartet im Grab für den Geiselaustausch. Ist okay? So, er hat Weintraubensaft getrunken und währenddessen hat er sich genau das Bild der Heiligen Mutter angeschaut. Ja, stimme ich zu. He had been waiting vigilantly when suddenly he heard Dirk's voice. Er hat wachsam gewartet, als er dann Dirk's Stimme gehört hat. Okay, vielleicht ist sogar vigilantly doch ein bisschen wichtig. Weil so richtig wachsam war er eigentlich nicht.
finde ich, weil er hat sich immer noch das Bild der Heiligen Mutter angeschaut, hat dann sogar ziemlich laut anscheinend, weil das sehr groß geschrieben ist, die Stimme eines Mannes gehört. Und ich würde mich dann umdrehen und gucken, wer das ist. Ich meine, er hat ja Dirk erwartet, deswegen hätte er schon denken können, dass es Dirk ist. Aber ich würde mich da doch trotzdem umdrehen, oder nicht? Vor allem mit so einem Schwerverbrecher, wie alle in Corrine denken. Das, weil Dirk wird ja als Schwerverbrecher hier angesehen. Das ist schon ein bisschen komisch. War es doch gut, dass ich es nachgeschaut habe. So, dann, genau, wurde er erstochen und ist zusammengebrochen. Nochmal Schritte. Hier diese nochmal Schritte kann vielleicht bedeuten, dass die Person dann einfach vorne hingelaufen ist. Weil er wurde ja von hinten erstochen, aber dann, als er jetzt wieder gleich nach oben guckt, steht ja jetzt plötzlich jemand da. Und die Person ist halt da hingelaufen. Das ist okay. So, jetzt die letzte nochmal. Mein Vater hat versucht, ihn zu erschießen, hat aber verfehlt und dann hat der Angreifer deswegen gelacht. Das ist kacke, dass da seine Augen dann zugehen. Ich bin mir nicht sicher, ob mit der Explosion tatsächlich der Schuss gemeint ist. Oder etwas anderes. Ich meine, wenn ein Schuss abgegeben wird aus einer Waffe, dann entsteht ja auch so eine kleine Mini-Explosion, die dann eben die Kugel nach vorne feuert. Aber war es wirklich das, was er... Also ich meine, das ist trotzdem komisch, weil wenn ich eine Waffe... oder ich oder Inga, wenn irgendjemand eine Waffe hört, die abgeschossen wird, denkt man ja nicht an eine Explosion, wisst ihr? Dann denkt man halt daran, dass eine Waffe abgeschossen wird. Das hat ja einen ganz bestimmten Sound, so. Boah, das ist sehr schwierig, finde ich. Und dann eben lachen. Boah. Also ich finde die zwar sehr cool, die Divination Seances, aber ich kann die nicht. So wirklich, leider. Sehr, sehr schwierig, finde ich. Weil da ist so viel, was ich auch ein bisschen komisch finde teilweise. Also beim ersten, er hat gewartet im Grab. Ja, das passt. Da gibt's auch nichts. Weintraubensaft hat er getrunken. Grape Juice heißt schon Weintraubensaft auch, genau. Das ist nicht irgendein Wein. Weintraubensaft und Wein ist ja was gänzlich anderes. Muss ich jetzt doch auch kurz... Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich schaue das mal später irgendwann nach. Aber das ist eh nicht wichtig jetzt. Aber ich glaube, es ist Weintraubensaft. Sondern das Bild der Heiligen Mutter hat er sich angeschaut. Jo. Er hat wachsam gewartet. Und dann hat er plötzlich die Stimme von Dirk gehört. Ich finde nicht, dass er wachsam gewartet hat. Ah, Inzens wird... Also der Weihrauch wird sogar... intensiver, wenn er da näher kommt, was sogar Sinn ergibt. Selbst darauf wurde geachtet. Okay. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es das ist, dass ich mich jetzt auf das eine Wort da, vigilantly, was ich nicht mal kannte davor, darauf versteifen muss. Er wurde in den Rücken erstochen und ist kollabiert oder zusammengebrochen, ja. Das muss, glaube ich, schon das Letzte sein. Er hat versucht, ihn zu erschießen, aber verfehlt und dann hat er gelacht. Der Angreifer. Ich mach jetzt mal Explosion. Weil ich finde, das ist trotzdem komisch. So. Weil ja, wenn eine Waffe abgeschossen wird, dann gibt es quasi so eine Art Explosion, aber wenn eine Waffe abgeschossen wird, dann denkt man nicht an eine Explosion, wenn man das hört. Man denkt daran, an das Geräusch, dass gerade eine Waffe abgeschossen wurde. So, wisst ihr? Ich nehme das mal. Objection! Mann! Your benevolence! This insight is inconsistent with the vision! Oh. Please, do tell. Where exactly does this inconsistency lie, Hornhead? Well, it's kind of hard to say. Especially when you put me on the spot like this. The defense will only present opinions that won't collapse under pressure. Boah, das ist halt echt... Also ich liebe die immer noch, aber die sind echt viel, viel schwieriger, die Divination Seances, als normale Aussagen. Bei normalen Aussagen ist es ja auch fast immer so, dass halt noch eine hinzugefügt wird und die ist es halt dann. Ist ja immer die hinzugefügte. Aber hier gibt es halt von Anfang an gleich 5 Stück von Rafer und ich muss noch herausfinden, wo im Video quasi ich stoppen muss und worauf ich zeigen muss und was dann ein Widerspruch ist. Das ist schon sehr schwer, finde ich. Das Gute ist ja, dass meine Beweise, die ich habe, an sich egal sind. Ich muss ja nur das, was da unten steht, mit dem vergleichen, was halt da passiert.
Er hat versucht, ihn abzuschießen, hat aber verfehlt. Und dann hat er lachen müssen. Ich meine, kann sie wirklich wissen, dass er verfehlt hat? Eigentlich richtet er die Waffe hier genau darauf. Hier in dieser kurzen Zeit, wo seine Augen dann zugehen, da hätte er halt ausweichen können. Dirk oder der Täter. Ja, schon. Er hat wachsam gewartet und plötzlich die Stimme von ihm gehört. Das finde ich schon immer noch komisch. Muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier nehmen soll. So, wenn ich jetzt zeigen wollen würde, dass er nicht ganz so wachsam war, wie Rafer es hier scheinen lässt, was soll ich denn da jetzt dann nehmen? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte noch mit dem Cursor rumfahren. Ich bin doch nicht auf Present gegangen. Mann! Jetzt habe ich aus Versehen einfach einen Fehler gemacht. Das gibt's doch nicht. Toll. Ah, ich kann mir aber wieder einen Tipp geben lassen. Ja, den brauche ich auch. Mann, scheiße. Ist ja richtig dumm. What's wrong, Apollo? Can't find any inconsistencies? Yeah, basically. Well, there was one thing that stuck out at me. That man's voice Inga heard, didn't you find it a bit strange? Not really. It's just Dirk arriving for the hostage exchange, right? But if Inga was waiting for Dirk, don't you think he would have been more vigilant? Good point. He wouldn't have wanted to leave his back exposed. Da ist es doch das, was ich dachte. Now just take that thought on through to the end. Right. I think I've got it now. Ich wollte ja sogar eigentlich jetzt dann die Stimme vom Mann. Ich hab's mir überlegt, ob ich die präsentieren soll. Ich habe jetzt nur versehentlich präsentiert. Mann! Okay, dann stimmt es doch. Und dann ist es doch sehr wichtig gewesen, dass ich dieses eine Kackwort nachschaue. Okay. Also er hat wachsam gewartet und die Stimme gehört, aber trotzdem, ich meine, Zeit ist aber schon auch so halb sogar eigentlich richtig gewesen. Weil es sich halt nicht umdreht quasi. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt eben das hier gemeint. Ich hoffe es. Das ist aber schon trotzdem sehr, sehr schwierig, finde ich. Ich habe jetzt auch leider eben einen Fehler versehentlich gemacht. Super. Aber es ist trotzdem echt schwer, weil man halt sich nur auf ein einziges, also ein einziges Wort macht den Unterschied. So, das ist schon fies. Aber gut. Objection! So, jetzt. Puh. Ja, wenn es so weitergeht, dann gibt es hier aber dermaßen nochmal ein Game Over. Your benevolence. There seems to be an inconsistency in your interpretation. An inconsistency where? Minister Inga is far too relaxed for what was supposedly about to take place. When he heard the voice you claim is Dirk's, he didn't seem to the least bit alarmed. He just kept looking at the picture of the founder. Ja, ein bisschen ärgert es mich schon, weil das habe ich ja eigentlich auch vermutet, aber irgendwie nicht so richtig zu Ende gedacht. That's strange, right? He was waiting for Dirk to arrive at the Founder's Orb, but when he heard that voice, he didn't even turn to look. Don't you think he would have been worried about being attacked from behind? Then whose voice was it? It was likely someone whose presence wouldn't have alarmed him. Someone like a friend. But there was no third party at the scene of the crime. Therefore, the voice can only have belonged to Dirk. The voice of a third party who wasn't there in the tomb. Apollo, don't we have something that could reveal the owner of the mystery voice? You know, I think we do. Something that Inga had while he was waiting for Dirk. Stimmt, sein Handy hatte er bei sich. Mhm. With it, we just might be able to figure out whose voice it was. Ach, deswegen, das hat er über das Handy gehört. Okay. I believe we can identify the male voice Minister Inga heard with this. Ich glaube, wir können die männliche Stimme, die Minister Inga gehört hat, hiermit identifizieren. Auf dem Tatort-Foto. Liegt sein Handy noch rum. Ich habe ansonsten nichts, was auf sein Handy deutet. Das ist ein bisschen blöd, weil bei dem Text steht nicht dabei, dass da auch ein Handy bei ihm war. Das ist mir immer lieber, wenn es auch beim Text noch dabei steht. Aber das ist es trotzdem. Bin ich mir recht sicher. Weil das würde auch Sinn ergeben. Deswegen hat er sich nicht umgedreht, weil er halt telefoniert hat einfach. Ja. Okay. Take that! That's my father's.
I know this must be hard for you, but could you please look at this photo? There's something here that can point us toward the identity of the voice. This is the real source of the man's voice. Das ist die wahre Quelle, der Ursprung von der männlichen Stimme. Soll ich vertippen jetzt bitte? So. Das darf mir nicht mehr passieren, dass ich mich da vertippe. Das ist aber auch doof. Ich bin nicht auf Present gekommen. Ja, vielleicht auch schon. Das ist halt doof, weil ich schaue halt hier auf die Aufnahme und nicht so wirklich auf den 3DS da unten. Deswegen passieren halt solche Fehler. Mann, ich habe mich ja ein paar Mal schon verdrückt immer hier im Let's Play, aber noch nie während ich was präsentieren musste, was dann zu einem Lebensverlust führte. Das war jetzt halt ärgerlich. Naja. A cell phone? Right. I believe that the voice the minister heard was of a call on his cell on this cell phone. I see. Well, that certainly makes sense. What is your eminence view on the matter? I concede the possibility. Then it seems I must refine my vision. Okay. Ah, mit wem hat er jetzt telefoniert? Ist die Frage. Subordinate's voice. Okay. Ein Untertan von ihm. It appears that the voice belonged to one of my father's subordinates. Da hatte er ja einige, das stimmt. Das wissen wir ja auch schon aus dem dritten Fall. Dass er da auch seine Leute benutzt, um anstelle von Lady Kira Morde zu begehen und sowas. Deswegen, da hatte er ein paar, ja. Why do you suppose he was talking to one of them then? My father had members of the secret police positioned throughout the palace. They were supposed to contact him as soon as they saw Dirk and the rest of you. Okay, now we're getting somewhere. Your benevolence, I believe you have an insight to revise. I know, Barbhead. Don't presume to tell me how to do my duty. Okay. Zwei Sachen wurden sogar angepasst. Die Seance selber wurde angepasst, aber auch ihre Einblicke. My father then took a call from a subordinate at the palace. Okay, mein Vater hat dann einen Anruf gehabt mit einem seiner Untertanen vom Palast. Okay. So the voice was coming from the phone. That's good to know. But there might have been other sounds coming from the phone, sounds that could be clues. Let's take another look at Rafer's insights and really focus on the various sensations. Okay, I think I'm getting the hang of this now. Genau, Apollo hat das ja auch zum ersten Mal gemacht, eine Divination Seance, deswegen hat er jetzt zwei Fehler schon gemacht. Da gibt es sogar lore-mäßig quasi Sinn, dass ich gerade dumm war. Genau, wir müssen jetzt bedenken, alles, was er gehört hat, könnte auch vom Handy gekommen sein. Das ist sehr wichtig. So, Schritte. Das sind trotzdem seine eigenen. Weil er läuft ja dahin. Denke ich. So, genau. Die Stimme hat er gehört. Übers Handy. Ach, und jetzt hat er plötzlich noch 1000 Mal. Was zum Teufel? Moment, nochmal zurück. Jetzt hat er noch den Schrei eines Löwens, war es, glaube ich, gehört. Moment. Ja. Und auch noch einen Hund hat er bellen hören. Ich mache noch weiter. Ja, bei Hund denke ich halt wieder an Albi. Ich will nur gucken, ob ansonsten noch irgendwas Neues kommt. Irgendein neuer... eine neue Sache, die er gehört hat oder so. Ne, der Rest ist gleich. Okay. Okay, Rafer sagt ja sogar at the palace. Also war diese Person, mit der Inga telefoniert hat, im Palast zu dem Zeitpunkt. Hat sich genau zu dem Zeitpunkt Albi gerade wieder reingeschlichen? Mit Shadow? Aber wo kam dann das Geräusch von dem Löwen her? Ich glaube schon, dass ich einfach eins der beiden nehmen muss. Ich weiß aber nicht welches. Und was es dann bedeutet. Aber die Logik ist halt, worauf ich quasi dann kommen will. Wenn er angeblich mit einem seiner Untertanen da im Palast gesprochen hat übers Handy,
Warum sollte er dann einen Löwen oder einen Hund hören? Weil im Palast sind ja keine Löwen oder Hunde. Denke ich, also vor allem keine Löwen. Aber Hunde auch nicht, denke ich mal. Das ist halt wahrscheinlich der Witz. Was es genau zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Das mit dem Hund kann ich erklären, weil vielleicht Albi sich wieder reingeschlichen hat oder so. Aber warum Löwe? Weiß ich nicht. Ist es nicht irgendwie, haben wir das nicht schon mal gehört, dass ein Warbird, dieser Vogel, so ein bisschen wie ein Löwe klingt? War das nicht schon mal so? Okay. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, also ja, es ist schon richtig, das muss ich dann zeigen. Ich mach's aber erst beim nächsten Mal, aber noch kurz die Erklärung. Ich denke, es ist so, dass ihr... Doch, das ergibt sogar auch Sinn dann. Also das mit dem Palast ergibt keinen Sinn. Er hat vielleicht schon mit einem seiner Untertanen gesprochen übers Handy, aber nicht, der war nicht im Palast, der war auf dem Marktplatz. Und er hat genau da das gehört, was Albi und auch Dads beschrieben haben, dass... Ja, aber den Böller hätte er eigentlich auch hören müssen. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber egal, Dads hat er dann den Böller gezündet und der Warbird hat dann losgeschrien und der hört sich ja an wie ein Löwe. Und Shadow hat gebellt und ist davongelaufen. Das ist genau das, was da abgegangen ist. Und deswegen, diese Person, mit der Inga gesprochen hat, war am Marktplatz. Und hat gerade Dads gejagt. Vielleicht, oder irgendwas anderes gemacht, weiß ich nicht. Aber die war auf jeden Fall nicht im Palast. Darauf will ich, glaube ich, hinaus. Okay, aber ich würde erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Beim nächsten Mal geht's hier weiter, es bleibt spannend. Ob ich hier auch ein Game Over haben werde, wahrscheinlich schon, ehrlich gesagt, weil die sind echt mega schwer, finde ich, die Divination Seances. Aber ich liebe sie trotzdem total, ich finde die sind ultra cool. Und das ist jetzt wieder ein bisschen einfacher, aber das wurde halt vor allem beim ersten Mal eine Divination Seance ist am schwierigsten, finde ich. Weil man damit so vielen Infos überladen wird und jetzt nach und nach werden halt nur ein paar wenige Sachen angepasst und ich kann mich halt dann vor allem auf die angepassten Dinge konzentrieren und meistens ist da einfach schon ein Widerspruch. Und wenn ich halt nur auf die schaue, dann kann ich halt dadurch leichter den Widerspruch finden, als wenn ich mir alles anschauen muss von Anfang an. Und deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher und ich werde nicht mehr so schnell Fehler machen. Ich hoffe es zumindest. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.